Sie sehen es, ich bin wieder in Frankfurt gelandet und hier tatsächlich vor der alten EZB. Sie sehen das Gebäude, das ist allerdings schon leer, zumindest mal nicht. Die EZB ist mehr hier. Ich bin eben noch dran vorbeigefahren, allerdings so schnell, dass da kein Video sich gelohnt hat. Jetzt bin ich aber hier am alten Euro-Symbol. Also es ist immer noch der neue Euro, aber es ist das alte Symbol hier an der alten EZB. Insofern Verwirrung komplett und dementsprechend aber der Bezug zum aktuellen Markt, nämlich zum Euro. Denn der ist aktuell, wenn man auf Stunde mal schaut, relativ schubweise nach unten unterwegs. Also wir haben hier eine relativ heftige, also ich will nicht sagen übertriebene, aber eben eine zügige, eine dynamische Bewegung nach unten. Und das könnte durchaus die Einleitung des Endes dieser Aufwärtsbewegung, die wir jetzt seit einigen Wochen haben, sein. Denn die, ich muss gestehen, die gefällt mir gar nicht. Nicht so sehr, weil ich nicht Long toll finde, sondern weil ich einfach sage, es sind zu viele Überlappungen da. Gucken Sie sich das mal im längeren Bild an. Kann ruhig auf Stunde sein, aber stauchen Sie es ein bisschen zusammen. Dann sehen Sie, dass der Kurs dort beim Euro in den letzten Wochen zwar nach oben gegangen ist, auch Schübe intern, aber die gesamte Bewegung so viele Kursüberschneidungen hatte, dass es eigentlich nicht wirklich schön war. Und nicht schön, das soll das Stichwort sein, denn wenn etwas nicht schön in eine Richtung geht, dann ist das vielleicht das Ende oder die falsche Richtung oder das Ende eben dieser Bewegung. Und deshalb die Vermutung, die da auf dem Plan steht, dass die Bewegung nach oben tatsächlich so langsam zu Ende geht. Und jetzt ist die Frage, wann dreht er denn? Ein bisschen hat er jetzt gedreht, das ist also quasi der Schub, den wir jetzt haben. Und jetzt kommt es drauf an, das ist Ihre Hausaufgabe für heute Nachmittag, mal zu gucken, ob der Kurs jetzt gleichzeitig, oder gleichzeitig natürlich nicht, aber jetzt danach steil wieder nach oben geht. Das heißt, dieses Abwärtspotenzial, was er jetzt aufgebaut hat, gleich wieder konterkariert wird von den Käufern und der Kurs das wieder kaputt macht sozusagen, dann muss man weiter abwarten, dann kann man da nichts sagen. Wenn aber jetzt die Aufwärtsbewegung hier tapfer nach oben geht, und zwar in einer wackeligen Bewegung, also zwischen zwei Trendlinien beispielsweise, sowas in der Richtung, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass der Kurs nach oben nicht mehr die Power hat. Das heißt, die Bullen sind die Schwachen, die Bären sind dann die Starken und das heißt, wir können uns auf die Shortseite orientieren. Das Bild finde ich im Moment sehr, sehr spannend. Wir werden abwarten müssen, wie die Gegenbewegung jetzt aussieht, ob eine kommt, aber wenn sie da ist, dann klasse. Also insofern Eyecatcher und perfekt vereinbar mit dem Logo hinter mir. Witzigerweise ist die Situation nicht so unterschiedlich bei anderen Märkten auch. Also wir haben ein bisschen ähnlich, aber schon fortgeschritten bei Öl. WTI beispielsweise, Rohöl, hat jetzt hier eine Abwärtsbewegung schon gezeigt, jetzt wackelig nach oben. Also die haben diese Gegenbewegung schon gezeigt. Der müsste jetzt nach unten triggern. Das wäre eigentlich ein ganz gutes Zeichen, um hier die Shortseite nochmal zu spielen. Ähnlich möglicherweise bei S&P und Co., auch beim DAX. Auch diese Indizes, die sind alle ziemlich zügig nach unten gekommen, ein bisschen wackelig jetzt nach oben, das sollte man mal im Auge halten. Beim DAX ist das Muster vielleicht nicht ganz so deutlich, S&P gefällt mir da besser, also wenn Sie die Wahl haben, gucken Sie mal da. Amerika sowieso heute spannend, weil ja 14:30, das ist nicht mehr so arg lange hin, jetzt haben wir es hier ca. 12, da kommen die Arbeitsmarktdaten in Amerika raus, die Non-Farm Payrolls ein bisschen höher erwartet eigentlich als im letzten Mal, aber wir werden sehen, Volatilität auf jeden Fall ist damit zu rechnen. Die Arbeitslosenquote unverändert, ich glaube 4,7 sollte sie sein. Wir haben ja gehört, Trump geht von ganz anderen Zahlen aus. Wir können gespannt sein, wie er darauf reagiert. Aber zumindest mal heute die Non-Farm Payrolls und die Arbeitsmarktdaten insgesamt um 14:30, die den Markt mit Sicherheit mit Liquidität und vor allen Dingen auch Volatilität belegen und vielleicht damit dann den nächsten Schub dann lostreten. Wir können zumindest damit rechnen. Heute sonst insgesamt die DAX-Einzeltitel. Continental fällt auf 365, nein Quatsch, 3,65, so war es. Prozent heute nach oben gegangen, sicherlich auch natürlich aufgrund der Informationslage. E.ON mit 2% im Minus. Das waren zumindest die mir aufgefallenen Ausreißer. Heute der Rest so relativ harmlos unterwegs. Bis jetzt der DAX auch noch nicht so wirklich aktiv. Tokio war heute auch eine Nullnummer mehr oder weniger. Da war auch nicht wirklich was zu erwarten. Latent negativ, aber so klein, dass man nicht deshalb in Panik geraten sollte. Also der Einfluss von der Seite inzwischen wahrscheinlich sowieso schon verpufft. Und ich denke, dass die meisten jetzt eigentlich warten, was die Arbeitsmarktdaten machen, um dann loszutreten. Umso wichtiger eben die Einschätzung zu haben, was passiert, wenn. Und deshalb ist es gut, drauf zu gucken, wo sind die Dynamiken, wo sind die Korrekturen. Das haben wir eben durchgesprochen. Vielleicht können Sie damit heute Nachmittag was anfangen. So, ich verabschiede mich jetzt von dieser Stelle. Ich werde mich jetzt, erst nochmal verköstigen und danach auch wieder um die Märkte kümmern. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie das richtige Händchen haben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, nächste Woche, da startet auch wieder der Trade des Tages. Dann wieder ganz frisch, ganz neu. Mit neuem Partner, also freuen Sie sich drauf, dann machen wir da an der Stelle auch weiter. Bis dahin alles Gute und ein schönes Wochenende.